Also bei dem Mix würde ich rennen. 2021 Top-Mixes von Ayosha und Yannick. Das könnte, glaube ich, sehr interessant sein. Da klicken wir uns mal rein. So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Moin Meister. Und ja, ich fange an mit dem Monat Januar. Im Januar starten wir mit dem Mix Somo, Burberry Red und Must Have Pinkman. Oh, Pinkman und Maras Kino Cherry. Das klingt auch interessant. Ich würde sagen, wir gehen weiter mit dem nächsten Mix. Auch noch im Januar. Wild Forest von Darkside und Burberry Red. Schon wieder Burberry Red, direkt zwei. Den hatte Yannick wohl im Januar sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir kommen zum Monat Februar. Im Februar gibt es leider eine Sorte, die es so nicht auf dem deutschen Markt gibt. Und zwar ist es der Tangiers 4Play on the Peach, gemischt mit dem Must Have. Ey, was war denn da? Ha, ist ja witzig. Warte. Basti, wann denn weg? Pinkman 50-50 Mix, ein sehr, sehr leckerer Mix. Ich versuche ja bewusst, Tabak nicht so zu hypen, den man dann hier eh nicht kaufen kann, weil es oft ein bisschen schade ist. Aber manchmal muss ich die auch mit reinnehmen. Das ist dann so ein bisschen Zwiespalt, weißt du? War das schon wieder unser Mr. Nico? Basti, wann denn weg? Ein bisschen stärker dank des Tangiers. Als nächstes kommen wir zum März. Da ist auf jeden Fall ein Mix, den viele von euch kennen, den viele von euch schon selber probiert haben. Und zwar ist es der Must Have Morocco mit dem Somo Strokify. Strokify ist Strawberry und Kiwi. Also bei dem Mix würde ich rennen. Ich kann den Morocco nicht mehr rauchen. Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe ihn mega gemocht. Dann habe ich ihn geraucht, als ich mir den Magen verdorben habe. Musste die ganze Nacht kotzen. Und das hat mein Gehirn irgendwie mit dem Morocco verknüpft. So ein bisschen wie wenn du einmal zu viel von einer Alkoholsorte geraucht hast. Hä? Wie von einer Alkoholsorte geraucht hast. Man kennt ihn. Glaub mir, genau dasselbe habe ich mit Doppelapfel seit 5 Jahren. Ehrlich, also gibt es keine Hoffnung mehr, dass ich irgendwann wieder Morocco rauchen kann, oder was? Dann kommen wir zum Monat April. April, Aquamenta, Green Leo und Darkside Tier. Ich glaube, der Green Leo kam da. Das klingt interessant. Green Leo und Darkside Tier. Das klingt geil. Und ich würde sagen, wir kommen zum Monat Mai. Im Monat Mai sehe ich hier gerade Somo Draco Drapple mit Kiwi Smooth. Stelle ich mir auch ganz gut vor. Muss aber sagen, dass ich meinen Traube Kiwi-Smoothie-Mix da doch noch ein bisschen mehr fühle. Aber ist ja alles Geschmackssache, ne? Ist klar. Und wie kommt es zum Monat Juni? Supernova Spylin und Desert Eagle. Ich würde sagen, das war mein letzter Mix für den Monat Juni. Und jetzt könnt ihr euch die Mixes von dem lieben Ayosha in den Ohren zergehen lassen. Da sind wir auch mal gespannt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Natürlich stelle ich euch jetzt auch... Und natürlich stellt er sich hinter das neue Logo. Sieht auch ganz cool aus, die Ecke eigentlich für Videos. Wir fangen an mit einem Mix aus 90% Wild Forest und 10% Needles. Needles hat mich nie so krass abgeholt. Ich finde den schon besonders und ich finde es mal nice. Aber irgendwie wurde das bei mir nie so ein richtiges Ding wie bei manch anderen. Dann geht's weiter mit zwei Tangiers Mixen. Und zwar haben wir zum einen den Mix aus 90% 4Play on the Peach und 10% Cane Mint. Das kann eigentlich nur gut sein. 4Play on the Peach, sehr, sehr guter Pfirsichtabak. Und Cane Mint, legendäre Minzesorte. Aber so eine süße, süße Rohrzuckerminze. So kommen wir auch direkt zum nächsten. Und zwar haben wir 90% Ululuki und 10% Cane Mint bei dem zweiten Mix. Dann geht's weiter mit einem etwas einfacheren Mix, den ihr auch sehr, sehr gerne mal nachbauen könnt. Und zwar haben wir dort 80% Pinkman von Must Have und 20% Chapolet Moon. Dann kam ein krasser Einschnitt für das Jahr 2021. Es kam der Flavor Estrogy von Darkside dazu. Da hat er mich ja auch mit angesteckt, ne? Da hat er mir mal 100 Gramm mitgebracht. Wirklich geiles Zeug. Astro-Tea, wirklich eine geile Sorte. Krass. Astro-Tea gibt es leider auf dem deutschen Markt immer noch nicht. Ich verstehe manchmal nicht so ganz. Ali und Yannick reden immer von dem Astro-Tea. Ich habe immer von dem Black Currant geredet. Jetzt kommt der Black Currant raus und der ist überall ausverkauft. Merkt Darkside da nichts? Dann sollen die doch jetzt einfach den Astro-Tea holen, wo die beiden Jungs doch schon die ganze Zeit sagen, der ist geil. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal gesagt. Warum holen die den nicht einfach? Warum sagen die nicht, ey, liebe Darkside-Russland-Abteilung, die Darkside-Deutschland-Abteilung hat festgestellt, die Leute wollen hier Astro-Tea. Hol den rüber. Und zwar habe ich zum einen 55% Astro Tea gemixt mit 40% Guava Mama und 5% Supernova. Guava Mama, Supernova und Astro Tea. Ja, es sind halt zwei Sorten, die man nicht mal hier bekommt. Und die machen halt 95% vom Kopf aus. Aber ist auch eine 11 von 10. Das ist natürlich wild. Was hältst du vom Barbie O? Also ich bin sowieso kein Orange-Fan. Ja, für mich ist der sowieso gar nichts. Das ist kein Tabak für mich. Das ist wie wenn die einen Wassermelone rausbringen. Wird auch nichts für mich sein. Ich finde den sehr strong. Ja, ja, du, alles gut, ne? Wenn du Orange magst und der schmeckt dir, go for it. Zusätzlich habe ich dann im Laufe des Juni oder Julis, glaube ich, Brazilian Tea noch dazu bekommen. Das ist ein Flavor von Spectrum. Wenn ihr die genauen
ich sag mal, Definition, Geschmacksbeschreibung. Also bei Alyosha war es auf jeden Fall das Jahr der Teemixe. Es gab noch einen Flavor-Mix aus Brazilian Tea, 60%, 35% Estro-Tea, 5% Zucker. Und Dr. Pepper Cream Soda, finde ich mega ekelhaft. Es geht gar nicht an mich. Und das war auch schon der erste Part von unseren Top-Mixes aus dem Jahr. Interessante Sachen dabei, schade, dass man einige nicht nachmachen kann. So ist das halt leider. Aber da bin ich mal gespannt, was im Part 2 noch kommt. Aber nice auf jeden Fall mit der Mix-Idee. Ich muss auch mal mehr mixen, aber ich sag's jedes Mal wieder.